Anspruch auf die Prüfung der Grundrente erst ab dem Jahr 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich sage, ein Paukenschlag im Gesetzgebungsverfahren zur Grundrente. Still und heimlich hat die Bundesregierung am 2. Juli 2020 noch kleine, aber feine Änderungen am Gesetzesentwurf zur Grundrente vom 4.8.2020 vorgenommen. Diese Änderungen und der gesamte Gesetzesentwurf sind dann durch den Bundestag gegangen und auch beschlossen worden und am 3.7.2020 durch den Bundesrat angenommen. Und zwar wird in dem Grundrentengesetz ein neuer Paragraph 307g SGB 6 eingeführt und zwar mit folgendem Wortlaut. Ein Anspruch auf Prüfung des Zuschlags an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung besteht nicht vor Ablauf des 31. Dezember 2022. Die Träger der Rentenversicherung sollen vorrangig die Ansprüche älterer Berechtigter prüfen. Es geht bei dieser Regelung nicht um die Frage, ob Sie überhaupt einen Anspruch auf die Grundrente haben. Das liegt dann ab dem 1. Januar 2021 vor. Hier bei dieser Regelung geht es ausschließlich darum, ob Sie als Betroffener von der Deutschen Rentenversicherung einen Anspruch haben auf Prüfung Ihres Grundrentenzuschlags an persönlichen Entgeltpunkten für langjährige Versicherung. Und da sagt das Gesetz, nein. Bevor das in den Bundesrat, in den Bundestag gegangen ist, gab es ja eine Diskussion und auch die Hinweise durch die Deutsche Rentenversicherung, dass die Umsetzung der Grundrente Zeit braucht. Da wurde ja mitgeteilt, dass die erste Auszahlung des Grundrentenzuschlags, wenn überhaupt zum 1.7.2021 möglich ist, eigentlich noch viel später. Und damit die Deutsche Rentenversicherung hier nicht lahmgelegt wird und damit sie in Ruhe weiterarbeiten kann, hat der Gesetzgeber genau diesen neuen Paragraphen 307g SGB 6 mit reingeschrieben und sagt schlicht und ergreifend, Sie können gerne die Deutsche Rentenversicherung anrufen und nachfragen, ob Sie einen Anspruch auf die Grundrente haben, aber Sie werden von der Deutschen Rentenversicherung möglicherweise keine Antwort bekommen oder man sagt Ihnen, Sie haben keinen Anspruch zurzeit auf diese Prüfung des Grundrentenzuschlags. Das kann für Sie wirklich unangenehm werden, wenn Sie zum Beispiel dann, wenn dann zum Beispiel im Jahr 2023 feststeht, dass Sie hier einen Grundrentenzuschlag bekommen und hier eine Nachzahlung bekommen für 2 Jahre. Was passiert dann mit den Grundsicherungsleistungen? Müssen die vielleicht rückwirkend noch aufgehoben werden? Müssen Sie da vielleicht noch was zurückzahlen? Oder aber müssen Sie vielleicht auf diesen Grundrentenzuschlag, der Ihnen dann als Einmalsumme gezahlt wird, hier vielleicht sogar noch Steuern draufzahlen? Ganz klar und eindeutig ist, diese Regelung soll dazu führen, dass die Deutsche Rentenversicherung ihren normalen Geschäftsbetrieb weiterführen kann. Näheres zu diesem Thema und zum Thema Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.